Stress ist fatal, das wissen wir alle. Aber Stress ist besonders für uns hochsensible, hochsensitive, Alleingeborene und dann auch noch Scanner-Persönlichkeiten besonders fatal, weil wir rascher Stresshormone ausschütten, diese aber langsamer abbauen. Das heißt, wir stehen mehr Zeit unseres Lebens unter Stress als andere und daher leiden wir ganz besonders unter diesem Phänomen, das für unsere Vorfahren, die Höhlenmenschen, durchaus sinnvoll gewesen ist, mit all den Reaktionen, die da ablaufen. Aber für uns ist das alles andere als sinnvoll, denn Kampf oder Flucht ist kaum je eine Option für die Herausforderungen, vor die wir gestellt sind. Also wenn du erkannt hast, dass Stress für dich fatal ist und wenn du etwas dagegen machen möchtest, dann habe ich dieses Buch für dich geschrieben und es wird dir helfen, deinen Stress zu meistern. Stress dort, wo es möglich ist, zu vermeiden, dort, wo das nicht möglich ist, mit einer neuen Einstellung zu erleichtern und wenn auch das nicht möglich ist, rascher wieder in deine Mitte zu finden. Wir haben drei Phasen in der Stressentstehung und für alle drei Phasen habe ich Strategien, Techniken, Übungen für dich zusammengestellt. Das ist ein ziemlich umfassendes Buffet, von dem du wahrscheinlich nicht alles kosten wirst, aber es reicht schon, wenn du einige Strategien für dich findest und auch wirklich umsetzt, um deinen Alltag zu entstressen. Und das wäre wichtig, weil Stress letztlich auch dich daran hindert, dein Potenzial zu entfalten. Und vergiss nicht, du bist ein Geschenk für diese Welt und deine Lebensaufgabe ist es, dieses Geschenk zu erkennen, auszupacken und der Welt und dir selbst darzubringen. Und dabei braucht es keinen Stress, ganz im Gegenteil, dabei brauchst du Glückshormone, nämlich den Einfluss der Glückshormone, die die besten Antagonisten der Stresshormone sind. Und wie du diese mobilisierst, zeige ich dir auch in diesem Buch. Also gönn dir dieses Buch, es wird wirklich dein Leben zum Positiven verändern. Du hast unterhalb von diesem Video den Link. Schenke es dir zu irgendeinem Anlass oder einfach, weil du es dir wert bist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich damit auch dir helfen kann, deinen Stress zu meistern. Und das ist möglich.